So, und damit recht herzlich willkommen hier zurück bei uns in der GSP in der Liga 1. Diese Woche waren wir in Belgien, Spa-Francorchamps, die Strecke 7 Kilometer lang, beinhaltet 19 Kurven, darunter die Eau Rouge, außerdem zwei DRS-Zonen, die wirklich sehr gute Überholmöglichkeiten bieten. Auf der Pole zum ersten Mal bei uns Justin, dann Payne, Vettel, Linus, Philipp, Bermann, Apestray, Ruffy, Totreif und Pohlmann. Wie wir sehen können, das Ganze auf den Intermediates. Auf der 11 Noel, dann Moritz, Juri, Oles, Grinzi, Variantes, Russell und dann Qual. Da hatten wir noch die Softs und jetzt geht's rein in die Highlights. Ab geht's! Schlechter weg als Vettel und ich glaube auch schlechter als Payne, der da schon nebenhin zieht. Komm, fahren hier durch Kurve 1. Payne schon extrem nah dran und Linus attackiert da schon von hinten. Die versuchen es nebeneinander in Eau Rouge. Linus hat zieht da gerade noch so zurück. Hat aber dabei übrigens Vettel kassiert. Der hat Vettel kassiert und Payne fährt vorne jetzt vorbei an Justin. Beziehungsweise noch ist es nicht fix. Aber jetzt... Ja, noch immer noch nicht. Ja, doch, jetzt. So, und jetzt haben wir hier zum ersten Mal auch eine anständige Kameraposition und die beiden crashen da und das könnte eventuell einen Massencrash geben. Gibt es aber nicht. Payne fällt ganz nach hinten zurück. Ich drehe mich auch weg. Das gibt's gar nicht. Ganz nach vorne, Ruffy müsste inzwischen in der DRS-Zone bzw. in Eau Rouge sein, hinter Philipp. Und mit bisschen ERS-Einsatz sollte das Ganze jetzt auch reichen, auch ohne DRS. Locker. Wobei DRS ist schon am Start. Ja, ist schon am Start, ja. Philipp hat aber auch einen ganz schlechten Exit in Eau Rouge gehabt, da war ein Wackler drin. Ich drehe mich in der selben Schikane wieder! Holy shit, was mache ich denn? Aber er gibt jetzt schon Gas, dementsprechend werden wir das Problem nicht haben. Oh, Scrinzy hat da glaube ich ziemlich gepennt beim Restart, der ist schon recht weit weg. Wer nicht gepennt hat, war Linus. Der... Ja, das wundert mich nicht. ist Juri da jetzt schon sehr auf den Fersen und wird jetzt auch an Juri vorbeigehen. Und weiter hinten... sehen wir das Überholmanöver Ruffy gegen Scrimsy. Hier zwei parallele Überholmanöver, vielleicht können wir sie ja einfangen irgendwie. Jawohl, da vorne gegen... Ja, Scrimsy wehrt sich aber. Scrimsy hat er nicht geschafft. Aber jetzt... Aber... Jetzt kommt die Dive. Nein, macht er nicht. Schade. Aber... Finde ich gut von Ruffy. Ja, eventuell. Aber jetzt hat er... Reicht nicht. Nächstes der Linksknick, es sei denn, er kann besser rausbeschleunigen. Wow, stark gemacht von Ruffy. Jetzt ist er vorne. Und jetzt reicht's für Justin an Pohlmann vorbei. Mit DRS. Ganz einfach. Und. Naja, Pohlmann ist bei 5% DRS. Das ist natürlich katastrophal auf der Strecke. Ja, Scrims ist DNF und jetzt könnte man Safety Car kriegen und Safety Car kommt. So ist es. Oh. So, und Bitte. Das ist natürlich für Juri richtig gut. Oh, Juri bleibt übrigens draußen. Juri bleibt draußen, ja. Ist also er vertraut drauf, dass es Regen wird. Macht er hier brutal langsam. Und jetzt urplötzlich gibt er Gas, hat stark. Er sehr gut gemacht. Bringt er den Ruffy eher in Bedrängnis von Juri jetzt sogar? Nee, er hat ihn nochmal so hart ausgebremst, dass er und während Ruffy bremsen musste, hat er angezogen. Ja, das kann Linus halt einfach gut. Gut, hier Irvine, den kann er nicht halten. Ah!
Alter, Crash! Und ich hab's einfach so drauf, Digga. Jetzt haben wir Vettel, der ist jetzt draußen. Jetzt nicht, dass wir jetzt hier wieder einen Safety Car sehen. Und wir sehen wieder eins. Der hat sich zerlegt. Oh. Aber es reicht für keinen mehr, dass er noch an die Box kann. Außer für Moritz Wagner. Doch. Der macht's natürlich ganz smart. Gut, der war der noch war gar nicht, noch gar Box, nicht ne? Richtig. Ja gut, das ist jetzt... Er gambelt. Er geht... Oh, aber es regnet jetzt auch, es tröpfelt jetzt auch, ne? Und jetzt tröpfelt's. Oh mein Gott, ist das geniales Timing. Wenn es genug regnet, dann kann das der Sieger-Move gewesen sein. Noel ist auch auf Inters. Moritz auch nochmal reingefahren, ja, das ist... Die zweite Stopp während einer Safety-Car-Phase. Ganz so, und bitter. Jetzt Linus, ja tatsächlich hinter Moritz Wagner, hinter Noel. Und es sind noch 3 Runden zu fahren. Juri führt das Rennen an, hinterm Safety Car auf den Intermediates. Noel hat den Restart verschlafen. Dementsprechend schauen wir jetzt mal nach hinten, was hier Linus gegen Moritz Wagner macht. Linus ja bekanntlich, der kann auch mal recht ungestüm werden in den letzten Runden, wenn er unter Druck ist. Grüne Flagge, es geht weiter. Alle über Rouge überleben, hinten geht Totreif und Pullman vorbei. Ja, und Ruffy, Justin, der lässt da, glaube ich, lieber, der hat da lieber ein bisschen Abstand gelassen. Der wird jetzt gleich von Ruffy attackiert. Ah, Moritz wehrt sich mit allem, was er hat. Das ist total unklug, Junge. Linus ist doch eh später auf der Bremse. Ja, ja, und der lachende Dritte jetzt, Linus gleich der Quersteher. Oh, Noel greift Juri an und ist innen durch. Gibt's einen Konter? Oh Gott, jetzt gehen die Side-by-Side im Regen in Orange rein. Nein, Juri. Nee, Juri macht es schlau zurück. Und jetzt absolut vernünftig. Mit ERS ja. Eventuell und Windschatten. Jetzt letzte Chance für Linus. Jetzt muss Linus muss jetzt an Juri vorbei. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und Barmer dreht sich, ja, das war mit Ansage. Ah, Junge. Das ist und selber schon. Es waren viele vorbei und, boah, das war mega knapp. Und Linus fällt bis auf Position 9 zurück. So, und riskiert das noch? Muss er eigentlich gar nicht. Nee, der nimmt seinen dritten Platz mit, alles gut. So, Noel als erstes ins Ziel. Juri gewinnt das Rennen. Noel, dann Ruffy, Moritz Wagner wird weit nach hinten gereicht durch die Strafe. Dritter Platz Ruffy, bis auf Platz 8. Ja, aber immerhin, er war mit Abstand letzter und nimmt doch noch Punkte mit. Jetzt nur mal auf Platz 7, weil Ole auch nochmal eine Strafe hatte.